Hallo und herzlich willkommen bei meinem Video am Montag, den 9.05.2020. Ich war heute mit Sonja und Claudia unterwegs. Wir waren in der Nähe, also im Milch, im Wald und im Erholungsgebiet an der Donau und haben uns dort zusammengesetzt und einiges gesprochen. Besprochen und gegessen und getrunken und geraucht und so. Also das, was wir immer jeden Tag machen und waren spazieren. Es war ganz schön warm, es hatte über 25 Grad. Deswegen mussten wir nach kurzer Zeit wieder in den Schatten gehen, weil ich sehr empfindliche Haut habe, eine Pigmentstörung und daher sehr hellhäutig bin. Und auf Sonne sehr stark reagiert. Außerdem hatten wir keinen Sonnenschutz dabei, also keine Sonnencreme. Und das würde das Ganze ein bisschen leichter machen, aber die Reaktion meiner Haut auf die Sonne, das ist Brennnesseln auf der Hand oder auf dem Körper, wenn die Sonne drauf scheint. Das ist bei mir akut und das tritt auch auf, wenn ich mit Sonnenschutz eingecremt bin. Und deswegen mussten wir nach kurzer Zeit wieder in den Schatten gehen. Da sind wir durch den Wald gegangen und einmal hat mich Sonja gefahren, einmal Claudia. Und wir haben einiges besprochen, was so die Zusammenarbeit angeht und Probleme und wie die Zukunft laufen soll und so. Es war ein schöner Tag. Ich war froh, dass ich wieder mal draußen war, nach über 8 Wochen. Und wir werden das in Zukunft öfter machen. Auch Claudia und Sonja getrennt mit mir, weil sie jetzt nicht mehr miteinander eingeteilt sind. Aber Anfang des nächsten Monats müssen wir uns nochmal zu dritt treffen, um die Monatsstunden auszumachen. Das konnten wir heute leider nicht erledigen. Ich hätte mir zwar gewünscht, aber das war nicht möglich, weil Claudia noch abwarten muss, ob sie noch eine andere Stelle bekommt. Und deswegen kann man da nichts fix machen. Und Claudia, Sonja muss. Also Claudia eine andere Stelle bekommt und Sonja muss noch auf ihren anderen Kunden warten, ob sich da Stunden ergeben, die wichtig sind. Und dann Ende des Monats, Anfang nächstes Monat, können wir für das Monat die Stunden ausmachen. Was auch möglich ist über eine WhatsApp-Gruppe. Es hat mich ein bisschen genervt, aber naja, es dauert noch mal ein halbes Monat, bis die Stunden ausgemacht sind und es ist noch mal alles sehr unsicher und mit der zweiten Arbeitsstelle von Claudia ist es auch nicht sicher und dann werden relativ viele Stunden aufgebraucht von meinem Kontingent, was irgendwo gut ist, aber irgendwo brauchen wir die Stunden auch für den Urlaub. Und das war ein bisschen kompliziert, aber ja. Mir geht's ganz gut. Heute die Sonne und die frische Luft haben mir gut getan, da bin ich ziemlich müde. Es ist bald ein Monat, am Montag ist es ein Monat, dass mein Hund tot ist. Und ich würde sagen, ich habe es jetzt ganz gut verkraftet und ich vermisse ihn zwar noch immer sehr, aber ich muss nicht mehr ständig heulen, wenn ich dran denke. Und es wird sicher noch eine Zeit dauern, wo ich über ihn nachdenke, aber es war vielleicht besser für ihn. Er war schwer krank und man hätte es nicht verhindern können. Oder nur schwer. Und
Ja, auch wenn wir in die Tierklinik gefahren wären, wäre es wahrscheinlich nicht verhinderbar gewesen und deswegen kann ich es jetzt akzeptieren. Auch wenn es schwer fällt, aber man muss dann auch irgendwann drüber stehen. Und es tut mir zwar immer noch sehr weh, aber für ihn war es vielleicht besser und auch meine gesamte Stimmung ist im Moment besser, da es momentan sehr schön ist und ich viel draußen bin. Ab Montag soll ja das Wetter nicht so schön sein, die ganze Woche, aber davon lasse ich mich jetzt mal noch nicht beeinflussen. Das wird man dann sehen, wenn soweit ist. Und wenn ich dann wieder mehr drinnen sein muss, dann kann ich auch damit leben. Ach, morgen kommt keiner. Morgen ist Sonntag, Muttertag. Am Montag kommt so Claudia. Am Dienstag Sonja. Zum Muttertag habe ich jetzt zwei Geschenke bestellt. Eine Tasse und ein Brettchen, wo jeweils was eingraviert ist. Oder drauf gedruckt und eingraviert. Und es hat insgesamt 30 € ausgemacht. Das waren ziemlich schnelle Entscheidungen. Ich bin nicht 100% damit zufrieden, aber ich hoffe, es gefällt meiner Mutter trotzdem. Und es ist zumindest lieb gemeint. Auch wenn es nicht hundertprozentig die Geschenke sind, die ich für sie mir gewünscht hätte, aber mein finanzieller Rahmen ist damit auch ausgeschöpft und besser nur ein Geschenk um 30 €, dafür was Hochwertigeres, aber da, die Möglichkeit gab es halt nicht so schnell. Und die Geschenke kommen auch erst am Montag und am Donnerstag an. Und am Sonntag ist schon Muttertag. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe auch zu spät dran gedacht. Aber es ist nicht böse gemeint und ich habe sie schon drauf vorbereitet. Wer weiß, ob sie von meinen Brüdern überhaupt was bekommt. Sonst gibt es morgen zum Muttertag Rehbraten vom Restaurant abgeholt. Und auf das freue ich mich schon, weil das ist mein Lieblingsessen. Und ja, sonst ist wieder nicht viel passiert. Die Frösche quaken ganz schön im Hintergrund. Ich hoffe, ihr hört das nicht zu stark. Es liegt am Wetter und rundherum ums Haus sind Froschteiche und das ist halt blöd und laut und nervig, aber was soll man tun? Natur eben. Mein Vater hat sich heute noch nicht gemeldet. Ich weiß nicht, ob er sich noch meldet, aber ich hoffe schon. Und sonst gibt's heute nichts mehr. Ich wünsche euch einen schönen Abend, gute Nacht oder guten Tag, wenn immer ihr das Video seht. Ciao, eure Ines.